Final einfach da sitzt und angelt und versucht, diesen Pickfisch zu fangen. Komische Seekuh oder was es da ist. Der Gletscherfisch ist meine Kuh. Behörden nun. Hatte gestern Post vom Jobcenter, dass die vorläufige Bewilligung für das letzte Jahr so korrekt war und keine Änderung notwendig ist. Alles klar. Okay, danke fürs Gespräch. Okay. Hallo, Dummi. Ich hatte eigentlich Bock auf was Kurzes nach dem Moment. Ich muss aufpassen. Okay, ist nur ein normaler Fisch. Aufpassen muss ich trotzdem gerade. Ich glaube, mein Inventar ist vielleicht auch gleich leer, gleich voll. Ich hatte eigentlich Bock auf was Kurzes nach dem Mammutspiel Final Fantasy Rebirth. Hab da 130 Stunden reingeklaudet. Tiefer in die Materie, egal. Aber Dave ist ja echt umfangreicher als gedacht. Das ahnt man gar nicht. Man denkt erst so, ach, das ist so ein mittellanges, knackiges oder jetzt nicht, okay, mittellang ist schon viel eigentlich, aber so ein, ja, jetzt nicht so kurzes, aber schon kurzweiligeres kleines Game, ne, dass man so in die Game ja auch, dass man so ein bisschen dann reindived wortwörtlich, bisschen adventurig, bisschen Metroidvania-like so und dann ist es halt auf einmal, sitzt du da wirklich viele, viele Stunden dran, ne, haben auf jeden Fall noch genug Platz. Ich glaube, ich muss mir wirklich die bessere Angel holen. Weil das ist schon echt sehr schwer zu schaffen. Und ich weiß, dass ich recht gut im Angeln bin. Gut, ich habe jetzt auch keine Köder dran gehabt oder so, aber das war, ist jetzt schon sehr schwer zu schaffen. Wir haben ja wirklich nur diese mittlere Angel da. Nicht die Bambusangel, die danach, aber wir sollten uns die Iridiumangel dafür wirklich kaufen. Für das Drecksvieh. Jeden Fall. Aber dann kann ich morgen auch den Tintenfisch bei Willy abgeben, wenn wir wenn wir uns die Angel holen. Mann. Ich bin in Rente seit letztem Jahr. Den Brief hätten sie auch sparen können. Ja, keine Ahnung. Vielleicht einfach nochmal zeigen. So, hey, wir vermissen dich. Wir haben schon so lange nicht mehr geschrieben. Du schreibst es nicht zurück. Hast du uns nicht mehr lieb? Du denkst dir nur so, lass mich in Ruhe. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich halte das alles nicht mehr aus. So. Ja, gehen wir mal ich gehe tatsächlich schon mal schlafen, glaube ich. Gehen wir früh ins Bett. Ja, es hätte auch schlimmer sein können, ne? Gut, wir haben gerade 6k gemacht. Also geldmäßig läuft es ganz gut, ne? Also wir gehen langsam endlich in diese Richtung hier. Ne? Bald habe ich auch das. Bald, ne? Bald darf ich auch das reiche Leute lachen, lachen. Ne? Ja. Yeah. Ja. Schön. Schön, der Geldregen dazu, großartig. Perfekt. Absolutely perfekt. Ich mache jetzt einfach Preiselbeer. Also über Wein. So. Oh, Wein verkaufen. Die Händlerin ist heute da. So. Okidoki. Den beiden geht's gut. Sollten auch eigentlich mal die Stelle aufwerten, damit wir
im Frühling dann auch langsam so aus die Trüffel und so kommen. Wenn dann das Schweinchen loswackelt. Oh, ich hab mein... Warte mal, hab ich mein Kristallarium? Das hat einen Diamanten. Wir haben da gar keine Kiste hingestellt. Ich bin so ein Hirn, ich habe da gar keine Kiste hingestellt. Weil dann kann da natürlich kein Diamant drin landen, ne? So. Was sagt das Ding hier? Q-Tune, hi, how are you doing? Sorry. Ja, das wird löppt. Okay. Und dann gehen wir zu den Hühnern. Die Hühnerstatue. Wie passend. Ich sage nur, wir gehen zu den Hühnern. Und zack, Hühnerstatue gespawnt. Look at all those chickens. Ja, die Mayo zwischendrin irgendwie, die lohnt sich halt echt hier, weil zwischendurch einfach so 1600, fast 1600 Geld für mal eben zwischendrin. Schon eine nette, ups, nette Geschichte. Warte mal, ich habe gar keinen Ofen sammeln. Ach so, warte. Hier, so. Falsche Kiste. Versandbehälter rein da. Diamanten können wir. Warum ist da ein Symbol bei dem Wizard Schmizzard? Ach nee, das ist der Museums-Heini. Ach so. Ja, okay. Nee, war die richtige. Nein, nein! Oh, ich wollte vorhin eigentlich noch zur Dings fahren, in die Wüste fahren. Stimmt ja. Also von mir aus können wir heute noch mal ein paar Sachen im Museum abgeben. Ich glaube, das würde sich anbieten. Sollten wir vielleicht tun. Ich check mal eben kurz die Höhle aus. Dann gehen wir zur Händlerin. Ich hole noch den Tintenfisch. Ah. Gib den bei Willy ab, hol mir die Angel. Und dann versuchen wir es nochmal mit dem Gletscherfisch. Gerade ein, wir können unseren Teebaum ja super im Gewächshaus platzieren. Dann gibt ja einen Blumentopf. Was brauche ich für den Teebaum? Also für Ressourcen, wilde Samen beliebe ich, ja. Jetzt haben wir uns zwei Teebäumchen gemacht. Und ich habe ja einmal so einen Blumenpott gekriegt. Wo ist er hin? Ja, der hier. Der Gartentopf, genau. Und den packen wir jetzt mal ins Gewächshaus und bauen uns auch noch einen zweiten. So. Und den stellen wir einfach vielleicht hier an die Seite oder hier oben hin. Weil hier oben sollten lieber Bäume hin. Dann machen wir lieber die Teebäume hier hin. Und dann einfach alle hintereinander. So. Zack. Zack. Ja, gießen musste man den ja, glaube ich, nicht, ne? Das ist ja... Ne. Gut.
Dann machen wir eine ganze Reihe Teebäume, da packen wir dann auch eine Kiste dran und dann können dann immer die Teeblätter da einfach in der Kiste landen. Fertig. Easy win. Ganz, ganz einfache Kiste. So, das verkaufe ich mal eben, das Zeug. Goodie, okay. Also, Gletscherfisch aus der Kiste holen. Nicht Gletscherfisch. Tintenfisch bei Willy abgeben. Zur Händlerin. Also Händlerin, Willy, Tintenfisch, Angel kaufen. Versuchen nochmal Gletscherfisch zu fangen. Was war es für eine Mayo, der ein Glas auf, Glas auf dem, die ein Blatt auf dem Glas hatte? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war vielleicht die Entenmayo. Die meinst du, ne? Das ist die Entenmayo hier mit dem Herz und das da links daneben ist die normale Mayonnaise. Genau, die meintest du wahrscheinlich, ne? Yes. Das sind ja jetzt die umgearbeiteten Vanilla-Dinger. Meine Better. Ich habe eigentlich andere Icons für die, für diese Art Güter. Ne, für diese Handwerkswaren und sowas habe ich eigentlich andere Icons drin, aber die Mod habe ich, genau, das ist die eine Mod, wo ich noch gucken muss, wie. Da muss ich irgendwie noch eine Sache anpassen. Deswegen funktioniert die gerade noch nicht so perfekt. Weil die auch nur mit einem inoffiziellen Update funktioniert. Ich will nur schauen, ob ich hier gerade Krokus finde, ey. Ich will immer den Krokus haben. Ich brauche das für mein Seelenheil. Das ist ein Herz gewesen, ja. Ich finde, das hat auch was von einem Blatt. Also, das, das könnte. Es gibt doch so Blätter, die auch so eine Form haben. Das ist auch wieder nur. Ah! Geh weg. Ja, kommt am besten alle. Kommt alle. Kommt alle her. Ich will verprügelt werden. Dankeschön. Ja. Vegane Mayo, genau. Von der, die Ente produziert mir vegane Mayo. So, sie hat Oblett, Frühlingssaat, Käferfleisch, Sommerschmuck, Ahornsirup, Aprikosensetzling für 2,5. Das ist aber günstig. Ich glaube, das ist günstig. Da bin ich mir jetzt aber gar nicht so sicher. Ich würde tatsächlich mal eben schnell im Wiki gucken. Ich weiß, dass es Bäume gibt, die nur 2000 kosten bei Pierre. Und da muss ich mal schauen. Ja, kostet bei 2. Ja, siehst du, kostet bei Pierre 2000. Aber ganz ehrlich, wegen den 500. Ich nehme es mal mit, weil dann haben wir den Baum. Preisebeersoße, Spaghetti. Für 600 einfach. Preisebeer. Achso, Preisebeersoße habe ich ja gerade schon vorgelesen. Die Sammlervogelscheuche. Die nehme ich jetzt mal mit, weil ich gerade die Kohle dafür habe. Ich will ja alle Vogelscheuchen haben. So. Für dieses Häuschen so süß. Das ist so niedlich einfach. So cute. Ach ja, zu Willy wollten wir. Da ist nochmal eine Stechpalme. Die ich schon fast wieder Lotus genannt hätte, aber keine. Die kein Lotus ist. Die Piekspalme. Hallo, Chonka-Kühe. Ach, schön, Stam auf dem Snowboard. Ich wäre gerade fast in die Mülltonne gegangen. Gibt's eigentlich mal neue Quests?
Gibt's die eigentlich immer nur jeden Montag neu? Ich glaub ja, ne? Eine Nautilus-Muschel, finally! Oh, direkt zwei Stück. Oh, noch eine. Drei Stück und die eine hat mich... Oh mein Gott, die eine hat mir sogar zwei gegeben. Ja, endlich! Dann können wir die auch gleich beim Community Center abgeben. Hallo, Willi! Achso, warte, wir geben dir erstmal den Tintenfisch. Der war ja für dich, ne? Bringe Willi einen Tintenfisch, ja. Hey, du hast es geschafft. Nicht schlecht, nicht wirklich nicht schlecht. Bin beeindruckt. Der Winter ist eine gute Zeit, um die alte Angel wieder rauszuholen, nicht? Schon, ja. Ich bin das ganze Jahr schon am Angeln und ich habe keinen Bock mehr. Nee, Quatsch, eigentlich macht es immer noch Spaß. Ich brauche, weißt du, ich will diesen hässlichen Gletscher-Bro kriegen, ja. Dafür brauche ich die Iridium-Angel, da muss ich mal richtig reincashen. Wollen wir uns ein Aquarium gönnen? Komm, wir kaufen uns Aquarium, ein kleines erstmal nur. Oh, ich will schauen, ob es noch neue Köder gibt eigentlich. Habe ich mir mittlerweile neue Köder freigeschaltet? Oh ja, ein paar sind dazugekommen. Jetzt haben wir auch so eine Katze. Jetzt gibt es auch eine Katze. Eine Cola-Dose. Eine Julia-Dose. Julia-Cola. Dann irgendwie sowas, was aussieht wie ein Pogo-Puschel ein bisschen. Oder eher ein Schleim mit einer Schleife. Ja, ich habe die To-Do-Liste. Stimmt, da wollte ich vorhin nach der Pause eigentlich gucken, wie ich die aufrufe. Siehst du? Ich habe mir auf die To-Do-Liste schreiben müssen, dass sie die To-Do-Liste angucken wollte. Ich habe mir die schon runtergeladen. Und schon installiert. L. A. Ah. Mit L geht das. Danke, dass du mich nochmal dran erinnerst. Aber ich glaube, ich bleibe bei der Ente. Aber die Katze ist auch niedlich. Ist vielleicht für die Jahre ganz interessant, dass es einen Katzenköder gibt. So, bei L ist die To-Do-Liste. Hier, guckt euch das mal an. Jetzt kann ich hier sagen... Gletscher, Bro. Cool, da wird es oben links angezeigt. Dann kann ich hier oben auch auf Fertig drücken. Klicken. Das ist ja nice. Ich lieb's. Gletscher, Bro. Ah, schön. Escape, mit Escape können wir einfach wieder zumachen. Ah, es ist so praktisch. Oh, und wisst ihr, was auch praktisch ist? Dass ich jemanden bannen kann, das ist auch praktisch. Falsche Kiste. Zum Sachen einsortieren. Warte mal. Greenhouse, genau, da kommt dann eben der Setzling rein. Ins Greenhouse, in die Farmkiste, machen wir eben die Steintruhe rein, den Vogelscheuche. Weil eigentlich können die ins Haus. Da, genau. Da ist sogar noch eine andere Vogelscheuche. Und in die eine Steintruhe, da sind ja schon Fische drin. Kommen die Nautilusmuscheln rein, die andere geben wir gleich ab. Und dann muss... In die Big Bar noch der Kübel zurück. So. Achso, wir haben hier noch eine Angel übrig. Die schmeiße ich jetzt einfach. Die schmeiße ich jetzt einfach hier in die Beachkiste mit rein, die Fiberglasangel. Weil dann ist die aus den Augen, aus dem Sinn. Dann ist mir die auf dem Hof nicht im Weg, in irgendeiner Kiste, sondern gammelt einfach da am Strand rum. Großartig. Ich meine, für den Fall, ich wollte gerade sagen, für den Fall, dass ich mal meine Angel vergesse, dann habe ich da unten eine Angel, aber ich meine, ich kann auf sämtliche Inventare zugreifen, das ist halt eigentlich scheißegal. Oh, hier gibt es nochmal eine neue Quest. Ist hier was Interessantes? Rotbarbe. Weiß ich nicht, ey.
geben wir die mal eben ab. So. Ach so, was noch auf die To-Do-Liste kann, ist auf jeden Fall Kaktuswüste. So. Das ist so geil. Ich lieb's. Schön, dass ich immer, dass es einfach so Dinge gibt, auf die ich selber noch nicht gekommen bin. Finde ich toll. Ich liebe es, dass die Kleinen so kleine Bommelmützen aufhaben. Ach, das ist so süß. So. Demetrius. Abgeschlossen. Recycler haben wir gekriegt. Wunderbärchen. Dann lass es doch jetzt mal eben in die Wüste fahren. Und dann können wir noch das Bundle von Memily ab... Von Memily. Memily abschließen. Elemelemelen. Ist doch eine super Sache. Oh. Alex the Kid, ich danke dir für den Follow, by the way. Ich hab's völlig verschwitzt. Sorry dafür. Und danke dir. Ich habe leider immer noch keinen Krokus. Sonst konnte ich mich doch immer dem Scheiß zuschmeißen. Da ist der Krokus. Bäckern hilft immer. Hallo, Fire. Hallo, wie schön, dich zu sehen. Hello. Ich habe einen Krokus. Penny mag alte Bücher ziemlich. Sie ist ein ganzes Stück schlauer, als ich es je war. Ich bin froh. Schön, dass wenigstens mit Penny gut läuft. Leute, wir können gleich Emilys Bundle abschließen und wir können das Winterbundle abschließen. Was bedeutet, dass wir das komplette schwarze Brett abschließen können und den ganzen Handwerksraum sogar schon abschließen können. Und dann fehlt uns nur noch ein Raum, I guess. Da ist der Kaktus. Für den sind wir gekommen. Und mit dem werden wir jetzt wieder gehen. Aber erst mal ein bisschen buddeln. Ach genau, und zum Museum wollte ich auch noch einen Abstecher machen. Genau, Museum. Wir schreiben das Museum nochmal eben auf. Museum. Genau, Museum. Museum. Zeug abliefern. Genau, noch irgendwas, was gerade irgendwie wichtig ist? Fällt mir vielleicht zwischendurch gleich ein. Ich habe es getan. Ich habe einen Evil Run gestartet und Julia unterstützt. Ich hoffe, du fühlst dich schmutzig. Nee, musst auf jeden Fall mal berichten, ob sich das so für dich lohnt. Ob du das Gefühl hast, dass es jetzt auch ein bisschen spannender ist, interessanter ist, den Julia Run zu machen. Weil ich fand den vorher narrativ auch nicht so interessant. Blub, 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 trink deinen kalten Tee jetzt. Danke. Okay. Ich werde trinken, ja. So ein Fitzel ist immer noch drin. Hallöchen, Traxler. Hab mal einen kalten Tee ausgetrunken. Aber es war Zitronentee, deswegen ging das. Mit frischem Zitronensaft. Fühle ich, sobald ich Errungenschaft auf Steam hatte, habe ich den Spielstand geschlossen. Ah, okay, okay. Also hast du noch. Du hast ja nicht weitergespielt, ja? Sehr geil. Oh, Kinders, das wird jetzt hier historisch gerade gleich, ey. Wir sind immer noch nicht mit dem Community Center ganz fertig. Aber uns fehlt, glaube ich, gleich nur noch. Nicht der Handwerksraum, sondern der. Also uns fehlt gleich nur noch der Handwerksraum, ja. Das auch. Ein Saatguterzeuger haben wir gekriegt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der andere Raum da heißt. So viele wundervolle Bündel. Danke dir, danke. Dankeschön. Die kleinen Mützchen. Guckt es euch an. Ja, so ein Julia-Mann müsste ich eigentlich auch noch machen fürs
Für so ein Achievement. Ich bin jetzt ja nicht so eine Achievement-Jägerin. Komm, wir warten erstmal, bis der Stern eingesetzt wurde. Da, Esa, rein da. Und jetzt kommt direkt noch einer hinterher. Achtung, Achtung. Bitte bewegen Sie Ihren faulen Purpose. Ja, ja, pausen wir sie. Pause. Ach, das war doch der Handwerksraum. Ist doch richtig. Rein damit. Mega. Jetzt habe ich noch Wintersamen bekommen. Die hätte ich vorher gebrauchen können. Wenn wir hier fertig sind, kehren wir in die andere Welt zurück. Bis ich euch wieder rufe, damit ihr auf meinem Feld arbeiten dürft. Ja, ja. So süß. Ein kleines Bommelmützchen. Und vorne sehen die Bommel halt einfach nur so wie so eine Spitze aus. Aber so von den Seiten und von hinten sieht es richtig aus wie so Bommelchen. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch der Schmiederaum da. Der andere. Und dann ist das Community Center fertig. Meine Preisebeeren wollte ich eigentlich in der Tasche lassen. Die sollen eigentlich unser Essen sein. Über die Geräte, die packe ich mal ins Farmhaus. So. Da ist die Winterkiste. Da kommt dann auch. Ja, in die Winterkiste kommt dann auch hier die Wintersaat rein. So. Okay, ich wollte noch den Gletscher Brow, ne? So, wir können die Kaktuswüste abhaken. Dann gehen wir mal eben ins Museum. Da können wir dann auch noch ein paar Sachen abgeben. Dann versuchen wir uns an dem Gletscher Brow. Apropos Tees, die Cold Tees, die ich eben am Anfang genommen hatte, sind echt gut bisher. Was für Tees sind denn das? So, und hier holen wir uns jetzt mal die Artefakte raus. Weil dann kommen wir auch beim Museum weiter und kriegen irgendwann den Kanalschlüssel. Das wäre halt wichtig. Hier ist nicht irgendwo. Ich muss überall gucken, ob irgendwo ein Edelstein reingerutscht ist. Oder ein Erz oder ein Artefakt oder sowas. Muss ja eigentlich Batterien ab? Also. Nee, Batterie gehört nicht dazu. Der Anker. Kauhölzchen. Das schlagt uns ja auch uns ja minimal das Inventar, wenn man hier so ein paar Sachen rausnimmt. Ah, von Messmeyer. Ja, die kenne ich. Diese einfachen zum Aufgießen einfach, ne? Diese Beutelchen. Ich schmeiß dann auch mal eine Runde Stadio an. Perfektion erreichen ist die Aufgabe, die mir gestellt wurde. Oh. Dann wünsche ich viel Erfolg. Farmhaus, da war nix. So. Sammeln. Einfach nur Abfall. Amphibienfossil habe ich jetzt auch schon ein paar Mal. Die Juwelen. Jade. Topas. Diamant. Hühnerstatue, die ich jetzt auch insgesamt dreimal habe.
Feuerquarz. Habe ich jetzt nur einen, gebe ich aber schon mal mit ab. Das ist schon okay. Level. Ja. Das ist schon mal ganz gut. Ja, das sind die Dinge, die wir jetzt erstmal abgeben können. Wir haben ja dann auch bald schon die 40 Sachen erreicht, die man abgeben muss dafür. So. Gut, schauen wir mal. So. Nein, da sollte... Ah, die Schriftrolle sollte dahin, genau. So, uns fehlt noch eine Schriftrolle. Vielleicht haben wir in der Mine, in der Kiste noch irgendwie eine Rolle, aber ich glaube ja nicht, ehrlich gesagt. Die Hühnerstatue. Maske tun wir mal hier rein. Kommt der Ring hin? Hier rüber. Hier das Fossil. Kauhölzchen. Die Glasscherben. Kommen wir hier mal mit hin. Ja, ich glaube, jetzt haben wir 40 Sachen abgegeben. Vielleicht kriegen wir jetzt den Schlüssel bald. So, Hühnerstatue. Ja, die Sachen sehen jetzt wohl ein bisschen anders aus. Skelett. Sammlervogelscheuche. Jadehügel. Der süße Bär. Der animiert ist ja so niedlich. Kürbissamen, toll. Und noch eine Vogelscheuche. Dankeschön. Ich glaube, er müsste morgen dabei sein. Morgen dabei sein. Morgen vorbeikommen. Ich dachte nicht, dass es so gut klappt mit kaltem Wasser. Habe jetzt Beerenfrüchte und Mate Lemon probiert. Ich fand die eigentlich immer ganz, ganz lecker. Ich habe nur das Gefühl, man braucht halt relativ viele Beutel dafür teilweise. Damit es irgendwie auch ein bisschen nach was schmeckt. Die Deko können wir erstmal hier in die Kiste packen. So, die Samen. Packen wir mal in die Herbstkiste mit rein. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Perfekt. Also, dass es jetzt auch genau 40 waren, ne? Schon lustig. Gut, Museumszeug abliefern, haben wir gemacht. Ich glaube, das reicht zumindest für den Schlüssel, damit wir in die Kanalisation können, uns mit Krobus anfreunden können. Oh, ich wäre gerade fast in die Mülltonne gegangen. Verdammt! Hey, hör auf damit, ist der eklig. Oh mein Gott, guckt euch an, wie pretty Lea ist. Damn. Sie ist ja ultra pretty. Junge, Junge. Ach, schön mit der Jacke. Ach genau, zu den Tees, also Martin Lemon. Das ist auch nicht so eine Sorte, die man unbedingt im Laden kriegt. Ich denke mal, die kann man wahrscheinlich nur bestellen. So, dann versuchen wir jetzt nochmal unser Glück mit dem Gletscherkollegen. Oh, das ist eine Kristallfrucht. Ich hätte mir gerne eine Kiste hingestellt.
Dann warten wir. Das ist nicht der Gletscher, Bro. Oh, wir sollten Pause machen. Ich habe irgendwie Hunger, glaube ich. Braucht ja nicht den Bam-Geschmack in die Fresse. Ich kann aber auch nicht gut mit Säure von Früchtetee umgehen, so passt es ganz gut. Ja, das stimmt, manche Früchtetees, die haben, ich weiß nicht, die hauen da immer so Hagebutte oder... Ja, oft ist es so Hagebutte, was dann, womit es dann noch gefühlt so gestreckt wird. Und das ist manchmal so sauer und je nach Qualität ist es halt auch... Also umso billiger der Tee, umso saurer ist er, nach meiner Erfahrung. Und ich lasse so einen Teebeutel ja auch schon noch mal ganz gerne noch ein bisschen länger drin und so, weil ich die auch nicht immer rausnehme unbedingt, tatsächlich. Weil ich meinen Tee dann immer direkt mitnehmen möchte und ist man direkt... Weil sonst lasse ich den in der Küche stehen und vergesse ihn so, wenn ich warten würde, bis der gezogen ist. Und dann werden die manchmal so absurd, ekelhaft sauer und schmecken einfach gefühlt nur noch eine Hake Butter. So, reden wir mal Fischkram gelevelt. Wobei, sind wir nicht schon auf 10? Wir sind schon bei Fischen auf 10. Shit. Das Buch hätte ich nicht benutzen sollen. So. Okay, wir machen mal eben Pause, bevor ich jetzt hier irgendwie ewig weiter angle. Ah, schön. So, jetzt gönn den Gletscher, Bro. Na los. Ja! Viel einfacher jetzt. Viel, viel einfacher. Viel, viel, viel einfacher. Immer noch ein Arschloch, aber viel, viel einfacher. Deine Mama ist ein wunderschöner, glitzernder, anmutiger Fisch. Ich habe noch nie so etwas Schönes gesehen. Hantelbank, ja. Genau mit diesem Beispiel wollte ich den Chat nicht überfordern, Lizzie. Ja, jetzt kannst du wenigstens sagen, gut, dass es eine andere für mich übernommen hat. Da muss ich mich nicht schuldig fühlen. Dieser Fisch war Balsam für die Seele. Aber ich brauche trotzdem einen Gletscher, Bro. Nehmt ihr mich mit? Ja, gerne. Sehr, sehr gerne, klar. Ich bin jetzt seit den nächsten Tagen noch so ein bisschen am Wuseln wegen dieser Probeaufgabe, die ich machen muss. Für den einen Jobby da. Deswegen weiß ich nicht. Also morgen könnte ich wahrscheinlich auf jeden Fall nicht, weil Jules ja auch 12-Stunden Stream hat. Und du hast ja auch morgen bald das Geld leer, ne? Ach nee, Lehrer, stimmt, ja, du bist auch morgen irgendwie unterwegs, ne? Triffst du ja morgen irgendwie mit Nami oder so? Das richtig mitbekommen? Nee, fällt aus, kann chillen. Ah, erst abends zum Futtern. Ah, okay, okay. Ja, ja. Ich verspreche auch, dich nicht wieder anzuzünden. Ich bin so blöd. Oh nein, ich hab den Screenshot nicht hier. Oder? Ich hab jetzt wirklich den Kampf gegen den Gletscher Bro abgebrochen, ne? Ich hab den Screenshot nicht hier. Es gibt einen Screenshot und Dennis wird es, glaube ich, ein bisschen kennen, vor allem mit Leuten, die vielleicht auch noch nicht so viel Hand gespielt haben. Und ich glaube, ich hatte so eine ähnliche Situation auch schon mit Dennis. Aber ich habe einen Screenshot auf meinem anderen Rechner. Ich wollte es eigentlich noch auf Twitter sogar teilen. POV, du spielst das erste Mal mit leerer Hand. Und wir standen einfach innerhalb von einem
von einem Versorgungswagen im innerhalb des Kreises sozusagen, standen uns gegenüber und wir haben beide einfach gebrannt. Alles um uns herum hat einfach gebrannt. Liaran, ich wusste, wie man eine Laterne natürlich wieder ablegt, ohne dass was passiert, und hat es einfach angezündet. Und dann bin ich immer hin und her gelaufen und habe mich immer wieder neu angezündet, weil ich nicht gesehen habe, dass da irgendwo Feuer war. Und dann habe ich einfach durchgehend gebrannt und zwei Knutzen verloren. Das war so schön. Das war echt schön. Aber ich liebe dieses Chaos wirklich, das man mit neuen Spielern hat. Ich finde das immer so geil, so erfrischend. Weil dann ist alles unvorhersehbar, was passiert. Hand ist ja so schon schwer vorhersehbar, aber mit Anfängern ist es halt unvorhersehbarer, wenn die so gar keinen Plan haben. Bist du ein Swifty? Nee, tatsächlich kann ich mit Taylor Swift nicht so viel anfangen. Aber ich find zumindest, dass sie, also sie macht auf mich zumindest einen positiven Eindruck, weil sie zumindest politisch sehr gute Werte vertritt und für sich jetzt sehr viel einsteht, und das finde ich sehr schön, ich gönne ihr das. Aber ansonsten habe ich mit Taylor Swift oder auch mit ihrer Musik jetzt nicht so viel am Hut, also es ist jetzt auch nicht so mein Geschmack. Aber es ist Melodies Geschmack, ne? Deswegen hat Melody die Eras Farm. Genau, deswegen heißt halt der Hof halt so. Es passt gut zu unserer Melody. Melody ist halt so ein bisschen, die kommt halt voll aus der Stadt irgendwie, war Influencerin und deswegen hat sie ihren Hof Eros Farm genannt. Es passte gut zu ihr. Melody ist ein richtiger Swiftie. Ich finde es richtig süß, ehrlich gesagt, wie viele Leute über um Taylor Swift herum so Fangirls. Das finde ich total cute irgendwie und sympathisch. Keine Ahnung. Das hat irgendwie so was Unschuldiges. Das ist echt gescreent. Ich liebe dich ja noch gerade so. Ich hab irgendwie noch nicht dran gedacht, das rauszusuchen. Kann man nachher mal gucken. Aber ja, ich habe da auf jeden Fall einen Screenshot von. Wieder einfach so standen, brennend. In dieser Hölle. Watch the world burn mal anders, ja. Aber Savith, deinen Namen kenne ich doch, glaube ich, auch schon irgendwo her. Bin ich irgendwie, weiß nicht, hängst du nicht irgendwie auf der Flauschi oder so rum? Irgendwas klingelt in meiner Birne. Auf Flauschi komme ich gerade auch so ein bisschen, weil Flauschi ja auch total auch so ein riesiger Taylor Swift-Fan ist. War richtig on fire. Okay, danke. Das erklärt einiges. Das erklärt einiges, Sabeth, ja. Dann habe ich dich richtig eingeordnet. Ah, schön. So, wo ist dieser? Ja, ich bin auch blöd, dass ich diesen Gletscher-Bro eben einmal abgebrochen habe, nur weil ich nach dem Screenshot gucken wollte. Und mir gar nicht eingefallen, das stimmt, ich habe ja gar nicht an dem PC hier gespielt, sondern am anderen PC handgespielt mit Lehrer zuletzt. Ich habe zuletzt Anfang April mit Lehrer halt handgespielt, danach nicht mehr irgendwie, weil einfach. Dann Stardew war einfach da. Es war einfach da und ich konnte nichts mehr tun. Ach, und viel Dragon's Dogma habe ich auch. Dragon's Dogma. Dragon's Dogma, Alter. Dragon's Dogma habe ich gerade gespielt, ganz viel auch. Fuck! Oh, ich hasse dich. Aber ich vermisse sehr die Runden mit Liara und mit Dennis und so und. Ich wollte eigentlich Hand nicht wieder so abandonen, aber Stardew hat mich einfach wieder zertreten, ey. Hallo Tobi! Hallo, hallo! Ich hoffe, dir geht's gut.
Gott, die legendären Fische sind doof zu fangen. Hab zumindest schon 3 davon gefangen, auch wenn ich bei 2 etwas Endgame-Hilfe hatte. Also den Anglerfisch habe ich aus dem... fuck you. Manchmal hast du einfach keine Chance. Den Anglerfisch habe ich wirklich so... Ich glaube, beim 2. Try hatte ich den. Den hatte ich offstream geholt. Aber der Gletscherfisch, der... Beim, da ist immer 50-50. Entweder der wird ein absoluter... Freiersohn in Fischform. Ein Freiersfisch. Oder ich mach den auf einmal zufällig random. So. Aber er hat sich diesmal anders entschieden. Wir müssen übrigens auch gleich zur Farm zurück. Aber ich würde super gern eigentlich noch in die Mine gehen. Weil wir einfach so kurz vorm Abschluss des Community Centers. Alter, was ist denn los, ey? Des Community Centers sind. Und ich glaube, wir werden einfach nächsten Tag, wir haben ihn jetzt halt nicht gekriegt, ich glaube, wir werden jetzt halt einfach noch ein bisschen in der Mine rumgrinden. Weil ich da ganz gern ein bisschen vorankommen möchte. Ich habe jetzt auch die Eisenspitzhacke und so. Die haben wir uns ja vorgestern extra geholt. Und dann machen wir das mal. Damit ich den Smaragd und den Rubin bekomme und dann haben wir das Community Center halt komplett fertig, so 100%. Das wäre halt ein absoluter Traum. Das wäre ein richtig, richtig gutes Achievement für heute. Irgendwelche Aufgaben? Ah ja, die Tintenfischaufgabe, da kriegen wir noch Geld für. Nee, nicht den Fisch. Oh, ich bin auch wieder doof, ne? Ich habe den Fisch wieder nicht so nicht verarbeitet, den ich heute gefangen habe. Ich habe den ja zwischendurch einfach so verkauft. Habe ich wieder nicht gemacht hier. Den ganzen Bums. So, ab in den Smoky Doki mit dem Kram. So, ja, kommt noch Zeug in die Winter... Ach nee, ist nicht die Winterkiste. Gut, dann machen wir morgen schön schöne Höhlentour. Was fehlt dir denn noch? Noch nur Smaragd und nur ein Smaragd und ein Rubin fehlt mir noch. Dann haben wir alles. Oh, die Brücke wird repariert. Zum Steinbruch. Zu dem großen. Nice. Und jetzt müsste eigentlich auch Rainer, Günther, wie heißt denn der? Günther vorbeikommen. Rainer. Rainer. Der Museums-Rainer. Nee, stattdessen kommt der Museums-Günther. Nee, der kommt immer noch nicht. An Melody. In letzter Zeit spricht jeder in der Stadt über deine enorme Großzügigkeit. Anscheinend sind Pakete mit Gegenständen bei vielen Leuten aufgetaucht, die sie vor Jahren im Gemeinschaftszentrum ausgeschrieben hatten. Und die Pakete haben alle deinen Hof als Absender. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, so etwas zu tun. Alle in der Stadt sind hoch erfreut. Gern geschehen. Hallo Melody. So wie ich das sehe, hast du dich wirklich gut um dein Haustier gekümmert. Darüber freue ich mich sehr. Aber es gibt viele süße Tiere, die einen zu Hause brauchen. Wenn du Interesse hast, biete ich in meinem Laden Tieradoptionen an. Du musst nur bedenken, dass eine Lizenzgebühr anfällt und dass jedes Tier seinen eigenen Napf im Freien haben möchte, sonst wird es unglücklich sein. Robin ist gerne bereit, gegen eine Gebühr zusätzliche Tiernäpfe zu bauen. Bis bald. Okay, ich habe es so am Rande mitbekommen, dass man auch mehr Tiere haben kann, mehr Haustiere. Aber eine etwas ungewöhnliche Anfrage. Könntest du sie geheim halten? Ich will, dass du Emily ein Amethyst... Oh, die riecht so gut. Ich will, dass du Emily einen Amethysten vorbeibringst. Es ist ihr Lieblingsstein. Sag ihr, dass er von mir kommt. Clint. Mann, mach's doch selber! Boah, Clint ist so anstrengend, ey. Den würde ich auf Instagram... auf Sofortigram blockieren. Ich sag's, wie es ist.
würde blockieren. Den Creep, ey.